Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Big Ambitions. Ja, das letzte Mal hat es ja mit unserem Besuch im Fitnessstudio nicht so ganz funktioniert, weil wir nicht wussten, was für Klamotten wir anziehen sollen. Wir brauchen da spezielle Sportklamotten und jetzt habe ich hoffentlich den Dreh raus und weiß, was wir anziehen müssen. Und deshalb mal ganz schnell in den Lockerroom. So, wie war das? Wir müssen das anziehen und das. Ah, die Farbe gefällt mir nicht so ganz, oder? Ah ja, das kann man anziehen, genau. Das sieht doch nett aus. Ja, wir nehmen das hier und die Schuhe. Ich glaube, die hier. So, und jetzt wollen wir mal gucken, ob es funktioniert. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Laufband, wenn es geht. Aha. Wie viele Stunden wollen wir trainieren? 25% für 2 Stunden. Dann machen wir mal hier eine Viertelstunde, würde ich sagen, erstmal. Vorlaufen lassen. Okay. Was haben wir hier? Können wir hier ein bisschen pumpen. Okay. Was haben wir hier noch? Oh ja, Fitnessmatte. Machen wir mal 30 Minuten. Okay. Sonst noch was? Nee. Ja. Oh ja, hier noch. Der Boxsack. Ja. Gut. Also können wir uns auch noch ein bisschen fit halten und unseren Zufriedenheitsbonus steigern. So, jetzt weiß ich nicht mehr, was hatte ich denn an? Hatte ich schon was an? Schuhe, glaube ich, waren. Ich behalte die Schuhe gleich mal. So war es, glaube ich, ne? Nee, war es dunkler. Ich nehme einfach mal fremde Sachen. Das war es, glaube ich, genau. So. Wiedersehen. Ja. Das ist letzter Spaß hier. Aus. Gut. Okay. Dann haben wir das mal auch durchgemacht. Jetzt. Halt. Bevor wir hier weitermachen, müssen wir das Essen wieder. Ja, ich würde sagen, wir müssen jetzt mal unser neues Geschäft hier eröffnen, weil das kann ja nicht sein sonst auf Dauer. Wo ist es denn? Hier ist es. All you can eat. Also, wir fahren dahin. So. Da sind wir. Also, dann geht's los, würde ich sagen. Alles vorbereitet, alles da. Ja, sieht gut aus. Ja, alles brutzelt schon. Dann würde ich sagen, let's go. Ah. Reinspaziert. Nur rein da.
So. Die Salatbar bedient auch dieselbe, ne? Das war ein Käse, glaube ich, was ich da gemacht habe. Warte. Das müssen wir anders machen. Ah! Oh. Warte mal. Lass mich das umstellen. Das Salatbar, das ist doof. So. Mhm. So, jetzt schnell die anderen Angestellten da rein. Du musst doch was tun. Du kannst auch noch was tun. Du auch. So. Dich werden wir mal zuweisen. Und zwar, Eugen Eat. Was weiß ich, was. So, Duffy. Wo ist die Duffy gewesen? Rosen Duffy. Vollzeit. Glück gehabt. So. Ja, bitte noch trainieren, bitte. Teilzeit will ihr haben, okay. Keine Frühschichten. Okay. Genau. Die stehen hier alle an. Warum die da nicht rübergehen? Aber das Hinsetzen tut sich keiner hier, ne? Na doch. Ein bisschen eng hier, ne? So, ja. Oh. Was für eine Schlange. Und ich muss schlafen gehen, ganz wichtig. Also, ihr seht, da geht es richtig rund hier. Für 3 Stunden schlafen. So, Fahrzeug parken. Wie schaut es da drin aus? Nehmen wir es jetzt, jetzt haben wir nur eine da, ne? Oh ja, tatsächlich kommen noch welche rein. Hä? Was verstehen die da alle an?
Sehr witzig. Ja, ist doch schon ein bisschen voll hier, ne? Um die Uhrzeit. Es ist zu Ende, ne? Chef geschlossen, ja, tut mir leid. Tut mir leid. Also schauen wir mal, haben wir was eingenommen hier? Ja gut, wir müssen ein bisschen warten, ne? Weil dauert ein bisschen. Wir haben den ganzen Tag gehabt zur Öffnung. So, was machen wir aus? Inventar, wie schaut's hier aus? Ja. Gut, muss ich noch einspulen, würde ich sagen. So, jetzt lassen wir mal die Zeit vorspulen. Schlafen. So. Ich habe jetzt noch, wie viel habe ich noch übrig? 1, 2, 3, 4 sind noch in der Pipeline. Das heißt, naja, 4 in der Pipeline. Muss mal kurz gucken. Da. 4 in der Pipeline. Das reicht immer noch nicht, ne? Für. Komplettbetreuung. Also wir machen das hier. Ja. Ich glaube, wir nehmen noch mal zwei dazu. Reinigung? Nee. Da. Kundendienst. Nummer 3. So, schaut es jetzt hier aus. Keine Papiertüten rein, ein bisschen schlecht. Einkäufer wäre es hier für 3 zuständig. Ja. Ein bisschen mehr, ne? Würde ich sagen. So, das ist okay. Gut. Dann würde ich sagen. Sonntag, wir fahren mal kurz zu mir, meine Putze. Halt, 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 halt. Wir zocken eine Runde.
So, das passt. Tja. Oh, vorbeigefahren fast. Moment. So, die sind jetzt fertig. Sehr gut. So, dann schauen wir mal. Employees. Genau. Du bist Teilzeit. Genau. Teilzeit. Wo bist du denn? Hier. Macht überhaupt nichts, weil wir machen es jetzt so. Warte mal. Achtundzwanzig bitte. Und dann kommst du. Dann kommst du. Genau, Teilzeit, Teilzeit. Ein bisschen wechseln hier. So, was haben wir als nächstes? Ja, du machst doch bitte eine Schulung. Du auch. Du bist fertig. Vollzeit. Keine Spätschichten, okay. So. Genau. So machen wir das. Dann ziehen wir das raus. Damit hier ein bisschen verteilt ist das Ganze. Verstehe ich immer noch nicht, wie die sich anstellen. Würde mich interessieren. Ist es immer dasselbe oder unterschiedlich? Gleich. Gut aus, ne? Läuft super. Ach, die Einkaufsleiter, ne? Ausländerfahrer. 100% hat er. Norris, ja, den brauche ich noch.
Da müssen, eigentlich müssen wir den Warehouse 2 auch umziehen. Oder? Oder eigentlich nicht. Die Frage ist, wie wir weitermachen wollen, ne? Wollen wir eine neue Schiene aufmachen, zum Beispiel Schmuck oder Kleidung? Als Beispiel. Oh. Da geht's zu. Jetzt haben wir drei Kassen offen, ne? Und vier. Stundenlang zuschauen. Entschuldigung. Weil hinsetzen tut sich hier keiner, ne? Jetzt wird die Kasse zu, jetzt muss es halt rüber. Ja, das ist interessant. Ich kann das hinsetzen. Nur hier vorne. So. Das machen wir zu, ne? Nee, die Kasse hat zugemacht. Alle Warteschlangen sind voll. Gleiches Feierabend hier. Schade, nicht alle bedient. Gut. So, jetzt will ich die 2 Millionen noch erreichen. Das nächste große Ziel, was wir haben. So. Ich kann da drin ausessen, ne? Bei meinem Laden hier, ne? Servus, einmal Bockwurst bitte. Hotdog in eine Dose, bitte. Warte. Dann geht in den Salat, wenn es geht. Ja,
So, schauen wir mal, was haben die da noch für uns? Ah ja. Einstellen, einstellen. Und gleich wieder trainieren. So. Wie macht er eigentlich Gewinn? Macht er Gewinn schon wieder? Noch nicht ganz. Aber es geht nach oben, ne? Ja, ganz langsam. Okay. Ja, aber du kannst mit diesen Produkten nicht viel Gewinn machen, mit diesen Fressprodukten leider. Tja. Also die Sitzgelegenheiten kann ich mir eigentlich sparen. Okay, wir schlafen wieder ein bisschen. Ach, Käse. So. Jetzt schauen wir mal. 90, genau. Und Standard und All You Can Eat. So, Farbe. Also richtig? Wahrscheinlich nicht, oder? Wo ist der? Da wird eine Teilzeit. So. Noch ein paar Kassen. Ja, den kann es wirklich nicht liegen. Warte mal, wir verteilen das mal ein bisschen, würde ich sagen. Der war Vollzeit, ne? Ja. Der war Teilzeit. Der nächste, den wir haben. Auch Teilzeit. Auch Teilzeit.
So zum Beispiel, oder? Ja, den wir auch hier rüber. Genau, die Duffy ist Vollzeit. Gut. Du bist auch wieder Teilzeit. Ja, oder so, würde ich mal vorschlagen. Es ist hier nicht so gestaut alles, sondern es verteilt sich ein bisschen hier. Eine gute Idee. So, aber eine gute Idee. Wir werden jetzt noch mal zum Zocken fahren. Hier hin, genau. Ja, jeden Freitag ist ja unser Schiff da. Oh, sorry. Noch mal kurz die Runde spielen. So, aber das werden wir dann das nächste Mal erleben. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen da lassen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann ein Abo. Dann verpasst ihr keine Folge mehr von Big Ambitions. Ja, und ich werde jetzt ein bisschen zocken. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.